Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Ich will zu Gott rufen und der Herr wird mir helfen. Hier spricht Franziska Boltenhagen aus Großkarlbach. Guten Tag. Als ich die Tageslosung für heute gelesen habe, konnte ich nicht anders. Ich habe spöttisch aufgelacht. Wenn das doch so einfach wäre. Ich will zu Gott rufen und der Herr wird mir helfen. Was für ein krasses Vertrauen. Aber ist das nicht auch ein bisschen naiv? Immer wieder predigen und lesen wir doch, dass Gott eben nicht das Sams oder eine gute Fee ist, wo man einen Wunsch ausspricht und zack geht er in Erfüllung. Dieser Vers aus der Tageslosung ist Vers 17 aus Psalm 55. Und es ist der erste Vers vom zweiten Teil des Psalms. Von dem Teil, in dem scheinbar alles wieder gut ist. Wo David, dem der Psalm zugeschrieben ist, erfahren hat, dass Gott wirklich da ist und hilft. Auf welche Art und Weise auch immer. Vorher nämlich, da zählt er alles auf, was nicht gut ist. Er fleht Gott an, doch endlich zu hören, sich nicht zu verstecken. David berichtet von seiner Angst und seinem Wunsch, einfach wegzufliegen, wie eine Taube, um all das hinter sich zu lassen, was da ist. Ja, er wünscht sich, dass Gott die Zungen der anderen verwirrt. Er beschreibt Unheil, Verderbnis, Lügen und Trügen. Und das Schlimmste, sein Gefährte, sein Freund und Vertrauter hat sich gegen ihn gewendet. David ist am Boden zerstört und legt Gott alles hin. Präsentiert ihm alle seine Verzweiflung und Angst, wie auf einem Silbertablett. Und vielleicht ist es allein das, dieses Hinlegen, dieses Aussprechen und Sichtbarmachen, was ihn dann bewegt zu sagen, ich will zu Gott rufen und der Herr wird mir helfen. Ja, da ist es, dieses tiefe Vertrauen. Und in diesem Zusammenhang, finde ich, klingt es gar nicht mehr naiv. Es klingt nicht mehr nach Wunscherfüllungsautomat. Nein, im Moment der Verzweiflung bricht sich hier scheinbar das Vertrauen Bahn. Ich rufe zu Gott und der wird mir helfen. Daran hält David sich fest. Mit diesem Hintergrund kann er wieder aufstehen und dem begegnen, was auch immer auf ihn zukommen mag. Amen. Wir beten, Gott, so vieles liegt im Argen. Manches bringt mich bis zur Verzweiflung. Wie soll es weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht mehr. Gott, ich rufe zu dir, höre mich. Du bist da. Du siehst mich. Du hilfst. Irgendwie. Darauf möchte ich vertrauen. Daran halte ich mich. Amen. Bleib behütet vom Segen Gottes heute und jeden Tag. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott hebe ihr Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.